Herzlich willkommen zu der dritten Folge von Was andere Sprachen anders machen. Wir beschäftigen uns heute mit Numerus, Klassifikation und Person. Wir beginnen mit der grammatischen Kategorie Numerus, dem Ausdruck der Anzahl, auf die sich ein Ausdruck bezieht. Im Deutschen haben wir eine ganze Reihe von Numerus-Markierungen am Nomen, etwa ein Junge, zwei Jungen. Am Artikel der Junge, die Jungen, am Verb durch die Subjekt-Verb-Kongruenz, der Junge lacht, die Jungen lachen und auch beim Possessivum mein Haus, unser Haus. Es gibt eine ganze Reihe von typologischen Behandlungen von Numerus. Ich habe hier zwei angeführt von Greville Corbett, den wir ja schon von unserer Beschäftigung mit Genus kennen. Im Deutschen gibt es zwei Numerus-Distinktionen, Singular und Plural. Das drückt sich aus wie Genus im Adjektiv, im Artikel, bei den Pronomina, aber zusätzlich auch in der Subjekt-Verb-Kongruenz und im Pronomen der ersten und zweiten Person. Das wird hier bei diesen Sätzen illustriert. Siehst du das gelbe Haus? Es steht auf der linken Straßenseite. Ich finde es schön, also Singular-Referenz. Seht ihr die gelben Häuser? Sie stehen auf der linken Straßenseite. Wir finden sie schön. Sie sehen also, wir haben Unterschiede ich und wir, du und ihr, aber auch in der Verbkongruenz siehst und seht, hier zum Beispiel. Ist diese Unterscheidung zwischen Singular und Plural die einzige Numerus-Unterscheidung, die wir vorfinden in den Sprachen der Welt? Nein, es gibt auch den Dual, zum Beispiel zum Ausdruck der Zweizahligkeit. Im Deutschen haben wir Pronomina wie beide, die sich auf zwei beziehen, aber sonst haben wir im Deutschen keine Dualformen. Im Iraki-Arabischen haben wir die jedoch. Wir haben zum Beispiel die Formen Walad für ein Junge, Waladain für zwei Jungen, das ist der Dual, und dann einen Plural oder zwei Formen hier, Wulid und Avlad, für mehr als zwei Jungen. Dual gibt es auch in indogermanischen Sprachen, im Slowenischen zum Beispiel, im Litauischen, aber auch im Sorbischen. Sie sehen hier das Paradigma des Sorbischen für Pronomina der ersten und zweiten Person und auch Nomina wie hier dem Wort für Palast und auch in der Verbkongruenz. Sie sehen hier unterschiedliche Flexionsformen, also Dual wird offensichtlich durch Oi markiert, Plural durch I, also in der ersten Person ja ich, moi wir zwei oder wir beide und mi wir. Und ähnliche Unterschiede finden wir auch in den anderen Formen. In Sprachen mit Dual ist der Plural in der Regel für Anzahlen größer als zwei reserviert. Wir sagen, dass der Dual die Anwendung des Plurals auf Fälle, die sich auf zwei Referenzobjekte beziehen, blockiert. Und die spezifischere Form des Duals kommt hier zum Einsatz. Es ist interessant, dass der Dual nach neueren Forschungen Erwerb einen Einfluss auf den Erwerb des Zahlbegriffs hat. Es ist herausgefunden worden, dass Kinder, die eine Sprache sprechen, in der der Dual vorkommt, etwas früher einen Begriff für die Zweizahligkeit erwerben. Ich habe hier die Referenz angegeben. Es gibt aber noch komplexere Formen, insbesondere den Trial, eine Form, die die Dreizahligkeit des Referenzobjekts ausdrückt. Solche Formen kommen vor allem in ozeanischen Sprachen vor. Ein Beispiel ist das Tolai in Papua-Neuguinea, wo wir Pronomina der dritten Person Ia für Singular, Dir für Dual, Dital für Trial und Diat für Plural haben. Oder im Tokpisin, einer Kreolsprache, die auf dem Englischen basiert, da sieht man das Bildungsprinzip sehr deutlich. Das Pronomen im Singular ist M, das für den Dual Tupela, also von Two Fellows abgeleitet, sie beide, dann Trial Tripela und All von All abgeleitet für den Plural.
Eine Sprache gibt es, die sogar einen Quadral besitzt. Das ist die Sprache Sursunga in Papua-Neuguinea auf der Insel Neuirland. Sie sehen hier das volle System. Also insbesondere gibt es diese Form Gimhat für wir drei, Gamhat für ihr vier und Dihat für die vier, also die dritte Person. Ferner gibt es einen Paukal, eine Form für die geringe Anzahl, typischerweise bis etwa fünf Objekte. Das gibt es auch in Sprachen, die nicht ozeanischen Ursprungs sind. Aber hier, ich fange mal an mit einer ozeanischen Sprache, dem Pama, dem Pamesischen. Wir haben hier eine Form Kair, er oder sie, also Singular. Kailue, eine Dualform. Kaitelu für sie oder einige wenige und Kaile für sie mehr als nur einige wenige. Wir haben hier also eine Paukalform Kaitelu. Die Paukalform ist oft aus einer Trialform entstanden. Im Iraki-Arabischen haben wir ebenfalls Paukalformen, zum Beispiel für Tor, Babun. Also haben wir Plural und dann Abwabun für einige Tore. Im Deutschen haben wir zwar keine Paukalformen natürlich, aber wir haben doch bestimmte Phänomene, die sich irgendwie auf kleinere Zahlen beschränken. Ein Beispiel ist hier diese Genitivkonstruktion. Ich kann sagen, die Ernennung eines Beamten, die Ernennung zweier Beamter, die Ernennung dreier Beamter. Die Ernennung vierer Beamter geht vielleicht auch noch. Die Ernennung fünfer Beamter ist dann aber schon sehr merkwürdig. Wir sehen hier, dass diese grammatische Form mit Numeralia bei der Zahl 5 oder 6 wirklich abbricht. Das ist nicht allgemein eine Beschränkung auf eine bestimmte Niedrigzahligkeit. Ich kann ja sagen, die Ernennung einiger oder die Ernennung zahlreicher Beamter. Ich stelle sich jetzt die Frage, gibt es Regelmäßigkeiten, Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Numerusformen, Singular, Dual, Trial, Paukal, Plural? Gibt es eine Sprache, die zum Beispiel nur den Dual und den Plural hat? Das ist eine ziemlich blöde Frage natürlich, denn diese Sprache könnte sich nicht auf nur ein Objekt beziehen. Das wäre grundsätzlich ausgeschlossen. Oder gibt es Sprachen, die den Singular, den Trial und den Plural haben, aber nicht den Dual? Das wäre merkwürdig, denn da müsste man sich mit dem Plural auf zwei Objekte beziehen, mit dem Trial auf drei Objekte und mit dem Plural wieder auf mehr als drei Objekte. Das scheint auch ziemlich merkwürdig zu sein. Wir sehen hier, dass es bestimmte Regeln Haftigkeiten gibt, die man in Form von sogenannten implikativen Universalien ausdrücken kann. Das ist ein wichtiger Begriff, der in der Sprachtypologie entwickelt worden ist. Unter einer Universalie versteht man eine Aussage, die für alle Sprachen gilt oder doch für sehr viele. Vielleicht gibt es einige Ausnahmen und die uns daher etwas über die Sprachfähigkeit des Menschen selbst verraten kann. Und eine implikative Universalie ist eine solche Regel, die man in einer Wenn-Dann-Beziehung ausdrücken kann. Nun, es gibt solche Universalien in dieser Form seit Joseph Greenberg, ein sehr bedeutender Linguist, der die Sprachtypologie des 20. Jahrhunderts gewissermaßen sehr stark wie kein anderer eigentlich initiiert hat. Ich selbst hatte ihn in einer Sommerschule 1987 in Stanford auch noch miterleben dürfen, in einem ganz wunderbaren Seminar. Ich habe hier zwei der wichtigsten Arbeiten von ihm hinsichtlich der Sprachtypologie angeführt. Greenberg hat diese Universale 34 aufgestellt. Es gibt also einige Dutzende Universalien von ihm. Die besagt, wenn eine Sprache einen Trial oder ein Paukal hat, dann hat sie einen Dual. Wenn eine Sprache einen Dual hat, dann hat sie einen Plural. Und wenn eine Sprache einen Plural hat, dann hat sie einen Singular. Das geht irgendwie, das ist fast selbstverständlich.
Das heißt, wenn wir uns Sprachen ansehen, dann kann man die so darstellen. Es gibt Sprachen, die vielleicht nur einen Singular haben, Sprachen, die einen Singular und einen Plural haben, solche Sprachen, die Singular, Plural und Dual haben und Sprachen, die Singular, Plural, Dual und Trial oder Paukal haben. Sprachen, die sowohl einen Trial als auch einen davon verschiedenen Paukal haben, gibt es meines Wissens nicht. Die Erklärung dafür ist wohl, dass der Trial kognitiv komplexer und auch seltener anwendbar ist als der Dual. Also wenn sich eine Sprache eine Trialform leistet, dann sicher auch die häufiger anwendbare und weniger komplexe Dualform. Das ist so die Idee hier. Und ähnliches gilt auch für die Paukalform. Am Numerus kann man sehr gut den Begriff der Markiertheit darstellen. Es handelt sich um die Art und Weise, wie eine Kategorie ausgedrückt wird. Wir finden, dass der Plural in der Regel komplexer ausgedrückt wird als das Singular. Das findet man im Deutschen etwa, Kind versus Kinder. Es gibt im Deutschen natürlich Nomina wie Hummer, ein Hummer, zwei Hummer, die keinen Unterschied aufweisen in der Kodierung. Aber wenn es eine unterschiedliche Kodierung gibt, dann ist der Plural eben komplexer. Ähnlich auch im Indonesischen. Wir haben hier Buku für das Buch, aus dem Englischen entlehnt, und Buku Buku Bücher. Also Plural wird durch Reduplikation ausgedrückt. Im Chumash, einer Sprache in Kalifornien, sehen wir Markiertheitsunterschiede dieser Art in der Verbkongruenz. Singular wird mit dem Präfix s ausgedrückt, also s, Plural mit si und Dual mit sis. Das zeigt also, dass Dual komplexer ist als der Plural und Plural komplexer ist als das Singular. Man nennt die komplexere Kategorie die markierte Kategorie. Diese Markiertheit zeigt sich auch im Zusammenfall, im Synkretismus von anderen Kategorien, sehr schön im Deutschen zu sehen, wo ja, wie wir schon gesehen haben, die Genusdistinktion maskulin, feminin, neutrum im Plural verschwindet. Also er, sie und es wird zu sie. Im Altgriechischen haben wir einen ähnlichen Zusammenfall. Im Singular haben wir fünf Kasusdistinktionen, also verschiedene Formen: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Vokativ. Im Plural nur noch vier Kasusdistinktionen, weil Nominativ und Vokativ zusammenfallen. Und im Dual nur noch zwei Kasusdistinktionen, weil Nominativ, Vokativ und Akkusativ auf der einen Seite und Genitiv und Dativ auf der anderen zusammenfallen. Der Plural ist also gegenüber dem Singular markiert und der Singular ist unmarkiert. Das ist die Sprechweise, die sich in der strukturalistischen Sprachwissenschaft eingebürgert hat, in der Phonologie und Morphologie zunächst entwickelt von Persönlichkeiten wie Trubezkoi und Jakobson in den 30er Jahren. Als Kriterien dienen hier die Komplexität der Markierung, haben wir schon gesehen, und diese Synkretismen. Wir finden aber auch tendenziell, dass die markierte Form seltener auftritt, in Corpora seltener verwendet wird und dass sie auch semantisch komplexer ist. Das ist jedenfalls die Annahme. Ja, stimmt das aber? Ist ein Singular, weil er formal unmarkiert ist, auch semantisch unmarkiert? Also hat er weniger Bedeutung? Sehen wir uns das mal genauer an. Eine Art von Nullhypothese wäre wohl die, dass das Singular anzeigt, eine Nominalphrase bezieht sich auf eine Entität. Der Plural zeigt hingegen an, sie bezieht sich auf mehr als eine Entität. Und da gibt es keinen richtigen Markiertheitsunterschied. Das sind einfach zwei unterschiedliche Bereiche. Ja? Ein Problem dieser Auffassung ist, wenn Sprecher A fragt, haben Sie Kinder? Und Sprecher B hat ein Kind. Dann sagt Sprecher B ja eines und nicht nein, nur eines. Das wäre sehr merkwürdig. Ja. Oder auch, wenn ich einen Vaternachmittag organisiere und sage, jeder Vater soll seine Kinder mitbringen,
dann wird jemand, der nur ein Kind hat, nicht sagen, dann kann ich nicht kommen oder dann bringe ich mein Kind nicht mit, weil ich ja Kinder gesagt habe. Also ein einzelnes Kind ist da durchaus mitgemeint. Es scheint also so zu sein, dass der Plural unmarkiert ist, weil er in solchen Fragen oder solchen allgemeinen Sätzen durchaus den Einzelfall, den Bezug auf eine Entität mit einschließt. Obwohl der Plural also morphologisch markiert ist, scheint er semantisch nicht markiert zu sein, also einfacher, allgemeiner zu sein, sollte man sagen. Ja. Ein Problem dieser Auffassung ist natürlich, wenn ich sage, ich habe Kinder, dann lege ich nahe, dass ich mehr als nur ein Kind habe. Sonst hätte ich ja nur ein Kind gesagt. Das scheint so zu sein, dass es hier eine pragmatische Regel gibt, für die Verwendung von Singular und Plural, nämlich, dass man als Sprecher die Wahl hat zwischen den zwei Ausdrücken ein Kind und Kinder. Beide sind ähnlich komplex. Wenn ich jetzt mich auf ein Kind beziehen will und nur auf ein einzelnes Kind, dann wähle ich die spezifischere Form ein Kind. Wenn ich die Form Kinder wähle, dann kann der Adressat davon ausgehen, dass die spezifischere Form ein Kind nicht anwendbar ist. Und das ist dann ein Beispiel einer pragmatischen Implikatur, so wie sie von dem Philosophen H.P. Gryce postuliert worden ist. Ja. Diese Beobachtung gilt allerdings jetzt bezüglich des Plurals für das Deutsche. Es kann durchaus sein, dass andere Sprachen den Plural nicht als semantisch unmarkiert verwenden. Es gibt Evidenz dafür, dass das Indonesische zum Beispiel das nicht tut. Denken Sie mal darüber nach, wie Sprachen, die Sie kennen, die Frage, haben Sie Kinder, idiomatisch ausdrücken würde mit dem Singular oder mit dem Plural. Es gibt gewisse pragmatische Effekte von Numerusdistinktionen. Ein solcher Effekt ist die Höflichkeitsmarkierung oder die Honorifikation, Honorificity. Im Deutschen erkennen wir das, wir können uns duzen oder siezen, je nach sozialem Verhältnis zueinander. Ich kann fragen, hast du mal eine Zigarette für mich? Und die zweite Person Singular verwenden. Ich kann fragen, habt ihr mal eine Zigarette für mich? Und die zweite Person Plural verwenden. Beide Formen verwende ich, wenn der Adressat oder die Adressatengruppe auf eher vertrauten Fuß mit mir steht. Ich kann auch fragen, könnten Sie mir bitte eine Zigarette geben? Und mit dem Sie, dem großgeschriebenen Sie, das aber formal mit der dritten Person Plural identisch ist, könnte ich mich auf eine Gruppe beziehen, natürlich kleingeschrieben. Das wäre hier ziemlich unwahrscheinlich eigentlich, das ist ja eine Aufforderung. Hier wird es als Bezug auf eine Person, zu der ich nicht so nahe stehe, verstanden oder auch auf mehrere Personen. Das heißt, wir verwenden hier eine Form der dritten Person Plural, um uns auf einen oder mehrere Adressaten zu beziehen, also auf eine zweite Person zu beziehen, die sozial eher distant steht. Im Französischen haben wir ein ähnliches Phänomen, also in As-tu une cigarette pour moi, das ist die zweite Person Singular, auf die ich mich beziehe, in Avez-vous une cigarette, s'il vous plaît, beziehe ich mich mit der zweiten Person Plural auf eine Gruppe von Individuen oder eben auch auf eine Person, die sozial eher distant zu mir steht, die ich also sieze. Dieses Phänomen gibt es auch in anderen Sprachen. Ich will hier auf eine interessante Sache hinweisen, nämlich die Verwendung des Duals für Tabupersonen, die in bestimmten Verwandtschaftsbeziehungen zu dem Sprecher stehen. Das kommt in ozeanischen Sprachen vor, aber auch in Munda-Sprachen in Indien. Ich selbst habe dazu veröffentlicht.
Also, ich habe hier ein Beispiel, als ich zu der Sprache Dakie gearbeitet habe, und da eine Totenfeier aufgenommen habe, ist die folgende Szene passiert. Der Zeremonienmeister hat einen der Anwesenden vorgerufen, mit dem Satz: Motlö Willisanto, Kap Met, Kitschep Dene, Samo Tutu, Mane Kamo. Also ein Onkel Willisanto wird hier gerufen, und zwar mit der Aufforderung: Kap Me, zweite Person Dual und Potentialis, also das ist eben die Aufforderung hier, kommen. Also du sollst mal herkommen, aber es wird hier die zweite Person Dual verwendet. Es geht nur eine Person hin, und ich bin dann auch von meinem Sprachexperten aufgeklärt worden, dass hier auch nur tatsächlich eine Person gemeint ist. Ja. Und diese Verwendung der zweiten Person Dual kommt dann auch noch hier bei dem Possessiven vor. Also wir werden dir Geld von dem Großvater, der verstorben ist, zahlen. Auch, also hier kommt die Dualform vor, und hier, obwohl eben nur eine Person hier gemeint ist. Diese Dualform wird für Respektpersonen, die in einer Tabubeziehung über die Verwandtschaft zum Sprecher stehen, verwendet. Ja. Ferner gibt es einen pragmatischen Effekt bei der Verwendung des Paukals. Im Dakie habe ich festgestellt, dass man den Paukal auch für größere oder sehr große Gruppen verwenden kann, wenn sich der Sprecher mit der Gruppe identifiziert. Man kann mit dem Paukal zum Beispiel sprechen über die Passagiere eines Flugzeugs und auch eines großen Flugzeugs, weil man eben da auch mit drinnen sitzt, gewissermaßen. Ein Beispiel für diese Paukal-Verwendung sieht man hier. Das ist eine Beschreibung der Bergpredigt. Jesus manes san vanten kie, kiem loco, kiem van. Jesus mit seinen Jüngern. Und die Jünger werden hier mit dem Paukal markiert. Ging weiter, und auch das Verb steht mit dem Paukal. Es ist klar, dass das Jesus mit seinen 12 Aposteln ist und nicht nur die 12 Aposteln, sondern die ganze Anhängerschaft. Der Sprecher identifiziert sich hier mit den Gruppen, die um Jesus gewissermaßen sich versammelt haben. Ich habe diese Verwendung des Paukals auch gesehen in Beschreibungen von Kriegen zwischen Dörfern, von Kämpfen zwischen Dörfern. Die Personen des eigenen Dorfes werden typischerweise mit dem Paukal adressiert und die des anderen Dorfes mit dem Plural, obwohl es wohl zahlenmäßig hier keinen Unterschied gibt und die Gruppe, die man mit dem Paukal anspricht, sicher ziemlich groß ist. Das sind nicht nur 4 oder 5 Personen. So viel also für spezielle Verwendungsweisen von Plural, Dual und Paukal. Wir stellen uns jetzt die Frage: Gibt es noch weitere Numerusformen? Und ja, tatsächlich gibt es noch eine Distinktion, die wichtig ist, die auch in verschiedenen Sprachen vorkommt, nämlich die Singulativ- versus Neutral- oder Kollektivdistinktion. Sie kommt in keltischen Sprachen vor, in afroasiatischen Sprachen, im nilotischen. Ein Beispiel hier aus der Sprache Baiso, einer kuschitischen, also afroasiatischen Sprache. Hier finden wir eine Distinktion zwischen einem neutralen Nomen, also Luban für Löwe oder Löwen. Das ist also nicht spezifiziert zwischen Singular und Plural. Das ist die neutrale Form. Davon abgeleitet werden kann eine Singulativform Lubantiti, das ist dann Löwe im Singular, die ist also von dieser allgemeinen Form abgeleitet. Wir können von der allgemeinen Form auch eine Paukalform ableiten, Lubanja, Löwen, also wenige Löwen, und eine Pluralform, Lubanjol. Ja, die sind also alle aus der numerusneutralen Form Luban abgeleitet. Man bezeichnet die Singularform hier singulativ, wenn
der Singular gewissermaßen aus einer neutralen Form abgeleitet ist. Eine andere Sprache, in der wir solche Singulativformen haben, ist das Schilluk, eine nilotische Sprache, im Sudan gesprochen. Hier habe ich drei Nomina angeführt: Krokodil, Schuh und Termite, weil nicht jedes Nomen alle drei Formen besitzt. Krokodil hat nur eine Neutral- und eine Pluralform, Schuh eine Singulativform, also der einzelne Schuh, und eine Neutralform, das ist dann wohl auch das Paar Schuhe. Und Termite hat eine Singulativform und eine Pluralform, keine Neutralform. Wohl weil Termiten normalerweise sehr zahlreich auftreten. Im Deutschen haben wir sowas Ähnliches mit ganz wenigen Triplets wie Polizei, Polizist, Polizisten. Polizei kann ja auch verwendet werden für eine Gruppe von Polizisten. Es gibt auch Sprachen, die gar keine Numerus-Unterscheidungen haben. In vielen Sprachen fehlt also die Unterscheidung am Nomen oder ist fakultativ, aber zumindest bei den Pronomen gibt es diese Unterscheidung. Allerdings gibt es auch da Sprachen wie das Piraha in Brasilien, die kein Plural bei Pronomina haben, die also nur die drei Formen, also erste, zweite und dritte Person ohne Numerusdistinktion haben. Das ist zum Teil etwas kontrovers, aber es gibt ziemlich deutliche Hinweise dafür. Daniel Everett, der diese Sprache untersucht hat, zeigt zum Beispiel, dass ein Satz wie Shogai und Tihoa, das sind zwei Namen, also Shogai und Tihoa haben sich geschlagen, so ausgedrückt werden muss, dass man sagt, Shogai hat sich geschlagen und Tihoa hat sich geschlagen, also jeweils mit dem Pronomen he für die dritte Person, das ist unspezifiziert, Singular oder Plural, und man vermeidet offensichtlich, wenn es geht, die Referenz auf zwei oder mehr Objekte oder Personen. Nun, nicht alle Nomina haben eine Numerus-Unterscheidung. Nomen ohne diese Numerus-Distinktion heißen Massennomina oder Maßnouns. Im Deutschen gibt es Nomina, die nur im Singular vorkommen, sogenannte singulare tantum wie Gold, Schnee, Laub und so weiter. Und es gibt solche, die nur im Plural vorkommen, plurale tantum heißen die, wie Kosten, Leute, Eltern und so weiter. Nomina, die diese Numerusunterscheidung haben, heißen Zählnomina oder Count Nouns, weil sie eben mit Zahlwörtern kombinierbar sind, wie etwa ein Apfel und drei Äpfel, aber nicht etwa ein Gold oder drei Gold. Das ist nicht grammatisch. Wenn man sich auf bestimmte Quantitäten beziehen will mit solchen Nomina, muss man ein sogenanntes Maßwort dazwischen schalten, wie etwa ein Stück Butter, drei Barren Gold oder zwei Körbe Laub. Ähnlich kann man aber auch diese Maßwörter für Zählnomina im Plural verwenden, wie etwa in zwei Körbe Äpfel. Zählnomina haben die syntaktische Eigenschaft, dass sie einen Artikel brauchen im Singularfall oder eben Pluralität im Pluralfall, damit sie als volle Nominalphrasen, als NP dienen können. Also Peter kaufte Butter, das ist okay. Peter kaufte Apfel, das ist nicht gut, nicht grammatisch. Peter kaufte einen Apfel, das ist okay, und Peter kaufte Äpfel, das ist auch okay. Wir sehen hier, wir brauchen für Zählnomina einen indefiniten Artikel oder eben Pluralität. Das ist nicht in allen deutschen Dialekten so. Im Bayerischen kann man auch Massennomina mit dem indefiniten Artikel konstruieren. Also der Peter hat ein Butter kauft, also mit dem indefiniten Artikel, das ist hier kein Zahlwort, sondern der Artikel, das ist okay.
Bleiben wir noch ein wenig bei dem Thema Zählnomina und Massennomina und schauen uns die Verbindung mit Numeralia an. Es ist ja ein definierendes Kriterium, dass Massennomina nicht mit Numeralien kombiniert werden können. Also wenn wir zwei Bohnen haben, die Tatsache, dass Bohne im Deutschen ein Zählnomen ist, führt dazu, dass man sagen kann, eine Bohne, zwei Bohnen etwa. Reis ist hingegen kein Zählnomen im Deutschen. Wir können dann nicht sagen, ein Reis oder zwei Reis oder zwei Reise. Wir können sagen, ein Reiskorn, zwei Reiskörner, weil das eben dann wieder Zählnomina sind. Bei Wasser, also in Gestalt von zwei Wassertropfen oder zwei Gläsern von Wasser, können wir auch nicht sagen, ein Wasser oder zwei Wasser. Das Letztere kommt vor, so im Restaurantkontext. Ich habe zwei Wasser bestellt. Ja. Wir können sagen, ein Tropfen Wasser oder zwei Tropfen Wasser oder eben zwei Glas Wasser oder zwei Gläser Wasser vielleicht. In der Sprache Yuja, einer Tupi-Sprache in Brasilien, hat man festgestellt, dass das nicht so ist. Also man kann durchaus sagen, drei Wasser sind hier, also es gibt drei Wasser, also eine Kombination eines Zahlworts mit der Substanzbezeichnung Wasser ist möglich. Genauso wie hier in einem anderen Kontext, dieser Satz hier, also drei Wasser sind auf der Bank, würde in dem Kontext so viel heißen wie es gibt drei Schalen Wasser auf der Bank. Also Sie sehen hier, dass man substanzbezeichnende Ausdrücke mit Zahlwörtern kombinieren kann. Und das ist nicht nur im Yuja so, man hat relativ viele Sprachen entdeckt, die sich ganz ähnlich verhalten in Nordamerika, aber auch in Ozeanien. Ja, der zweite Fall, den ich jetzt kurz behandeln will, sind Zählnomina plus Numerale ohne Numeruskongruenz. Das gibt es auch in vielen Sprachen, im Türkischen, Ungarischen, Indonesischen zum Beispiel. Hier ein türkisches Beispiel. Ev ist das Wort für Haus. Evler ist der Plural von Haus, also Häuser. Ich kann sagen Bir Ev, ein Haus, das wundert jetzt nicht, aber wenn ich sagen will, zwei Häuser, dann muss ich sagen, iki f, also zwei Haus und Haus bleibt im Singular. Obwohl es also einen Plural gibt, man kann etwa unterscheiden zwischen Base Evler, irgendein Haus und Base Evler, irgendwelche Häuser. Das heißt, das sind Sprachen, die bei der Kombination mit Zahlwörtern keinen Kongruenz Plural ausdrücken. Wenn wir uns jetzt Nomina im weiteren Bereich anschauen, also in anderen Sprachen, sehen wir, dass es viele Sprachen gibt, in denen Massennomina, die also keinen Numerusunterschied aufweisen, dass die nicht auf Substanzen beschränkt sind, sondern auch auf andere Bereiche ausgedehnt werden. Und hier gibt es eine Beobachtung, die besagt, dass je höher ein nominaler Ausdruck auf der Animatizitätshierarchie steht, desto wahrscheinlicher wird eben eine Numerusdistinktion vorgenommen. Das heißt, desto wahrscheinlicher gibt es Singular- und Pluralformen. Was damit gemeint ist, ist das Folgende. Hier haben wir eine Hierarchie von Sprecher, Adressat, Verwandtschaftsterm, rationales Wesen, belebtes Wesen und dann diskrete Objekte und dann Substanzbezeichnungen. Also eine Hierarchie der Belebtheit wird später auch nochmal eine Rolle spielen in einer ähnlichen Form. Und je weiter ein Nomen oder ein Pronomen auf der linken Seite steht, desto wahrscheinlicher wird eine Numerusdistinktion vorgenommen. Ja. Ein Beispiel ist das Chinesische. Das Chinesische hat eine Pluralmarkierung durch dieses Suffix "men".
aber das ist eingeschränkt auf Pronomina der ersten und zweiten Person, der dritten Person, wenn sie sich auf Menschen bezieht, und auf Nomina, die sich auf Menschen beziehen. Also etwa, wo ist ich und wo men ist wir, nie ist du, nie men ist ihr, da ist er oder sie und damen ist ihr. Ren ist das Wort für Mensch, ren men ist Menschen, aber dieses men-Suffix kann man nicht etwa mit dem Wort für Buch verbinden. Ein anderes Beispiel ist das Kalkatungo in Australien, wo wir eine Singular-Plural-Dual-Distinktion haben bei Pronomina der ersten und zweiten Person, bei Verwandtschaftstermina und selten bei anderen Nomina. Sie müssen aber auf jeden Fall Menschen bezeichnen. Sonst haben wir diese reiche Distinktion nicht. Sehen wir uns die Verhältnisse im Word Atlas Linguistic Structure etwas näher an. Da gibt es einen sehr detailreichen Eintrag dazu. Also hier sehen wir die Kodierung von nominalen Pluralausdrücken. Weiß sind die Sprachen, die keine nominalen Plurale haben. Da findet man einiges im Gebiet der austronesischen Sprachen, der australischen Sprachen, aber auch in Nord- und Südamerika. Dann gibt es Sprachen, die optionale Numerus-Markierung haben und solche, die nicht optionale, also notwendige Numerus-Markierung haben. Und da gibt es dann welche, wie man hier in der Legende sieht, die das nur bei menschlichen, menschenbezogenen Nomina machen, also grau und blau. Dann bei Gelb, das sind die Sprachen, die Numerus-Distinktionen bei allen Nomina machen. Also wir reden hier nur über die nicht substanzbezeichnenden Nomina. Aber die gelben sind eben immer optional. Und dann finden wir hier mit Orange und Rot solche, die optional bei nicht Animaten sind, und Rot solche, obligatorisch ausdrücken. Sie sehen, die Sprachen Europas hier gehören zu der letzten Kategorie. Also die drücken sehr stark Plural aus, aber auch viele Sprachen Afrikas etwa. Ja. Aber Sie sehen, dass es durchaus relativ viele Sprachen gibt, die etwas spärlicher mit der Numerus-Markierung umgehen. Ich möchte das Thema Pluralmarkierung abschließen mit den sogenannten assoziativen Pluralen. Das ist eine spezielle Form, die man bei Eigennamen vor allem hat. Die können in vielen Sprachen pluralisiert werden und drücken dann aus eine Person und die Leute, die dazugehören, die Familie zum Beispiel. Ja. Ein Beispiel im Zulu, einer Bantu-Sprache, kann man das reguläre Plural-Markierungsverfahren nehmen. Zulu ist eine Bantu-Sprache, das heißt, wir haben da diese Klassenpaare, die wir schon beim Swahili gesehen haben. Also etwa, wenn man den Namen Faku hat, dann ist Au Faku eben ein Name mit einem Präfix, und Ofaku ist die Pluralversion davon. Das ist dann Faku und die Seinen, seine Familie. Und dasselbe Präfix hat man auch bei dem Wort für Banane zum Beispiel. Im Ungarischen gibt es hingegen eine spezielle Pluralmarkierung für diesen assoziativen Plural. Also Pal ist der Name für Paul und Palek sind Paul und die Seinen. Dieses Suffix ist etwas anders als das reguläre Ak-Plural-Suffix, also bei Toll Schreibschrift und Tollak die Schreibstifte. Die Verbreitung ist ganz erstaunlich. Im Standarddeutschen haben wir das nicht. Man sieht hier eine Darstellung im World Atlas of Linguistic
Structure. Sie sehen, dass es also in den hier untersuchten Sprachen durchaus viele Fälle gibt, die den assoziativen Plural mit einem eigenen Suffix oder mit der regulären Pluralmarkierung eben aufweisen, nicht im Deutschen zum Beispiel. Wir kommen nun zu den Klassifikatorsprachen. Das ist ein Sprachtyp, der sowohl von der Perspektive des Numerus als auch des Genus interessant ist und der auch ziemlich häufig vertreten ist, vor allem in Ostasien, im Pazifikraum und in Mittelamerika. In diesen Sprachen haben Nomina stets einen sogenannten Klassifikator, wenn sie mit einem Zahlwort kombiniert werden. Ein Beispiel das Chinesische. Man kann dann nicht einfach das Zahlwort für ein mit dem Nomen Buch kombinieren. Man muss einen Klassifikator dazwischen schalten. Das ist im Chinesischen das Wort Ben. Also für ein Buch haben wir Yi Ben Shu, ein Klassifikator Buch. Für drei Bücher San Ben Shu. Für dieses Buch, also auch für Demonstrative, Jie Ben Shu, haben wir ebenfalls einen Klassifikator, der zwischen das Demonstrativ und das Nomen tritt. Solche Klassifikatoren dienen auch der pronominalen Referenz. Also zum Beispiel kann ich das Zahlwort für 3 mit dem Klassifikator für Buch Ben kombinieren und kann mich damit pronominal gewissermaßen auf 3 Bücher beziehen. Im Deutschen oder Englischen sind solche Klassifikatoren sehr selten. Sie treten nur ganz selten auf. Zum Beispiel in 3 Kopf Salat oder 3 Laib Brot oder 20 Stück Wurst oder Stücke Wurst vielleicht oder 6 Flaschen Bier. Sie sehen hier, dass etwa Kopf als Klassifikator im Singular auftritt. Stück ebenfalls eher im Singular, das ist eine allgemeine Tendenz im Deutschen, nicht im Englischen, außer bei den femininen Nomina. Also man kann nicht sagen 6 Flasche Bier, das ist nicht möglich. Feminine Klassifikatoren müssen selbst auch den Plural ausdrücken. Im Englischen hat man etwa 50 Heads of Cattle als ein Beispiel eines Klassifikators. Klassifikatoren sind typisch für die Nomina, das heißt Bücher im Chinesischen werden eben mit dem Klassifikator Ben bezeichnet und sie sind selbst generell aus eigenen Nomina entstanden. Also Ben zum Beispiel für Bücher ist aus dem Wort für Wurzel oder Stamm entstanden. Für Tiere hat man den Klassifikator Tou, das ist das Wort für Kopf eigentlich. Tiao für lange Objekte oder Ge allgemein, das ist der allgemeine Klassifikator, der aus dem Wort für Bambusstecken entstanden ist. Für das Chinesische gibt es Dutzende von solchen Zählwörtern. Ich habe hier eine kleine Liste, die ich einfach aus dem sehr guten Eintrag aus der Wikipedia, also aus der deutschsprachigen Wikipedia reinkopiert habe. Sie sehen hier Klassifikatoren wie Ba für eine Handvoll oder ein Bündel für stockartige Dinge, die man also mit der Hand fassen kann. Ben für Dienste nach Plan, also schon sehr spezifisch. Bao für Pakete, Bündel, Packungen. Bao für ein Armvoll und so weiter. Sie sehen hier eine ganze Reihe von Dingen, unter anderem auch unser Ben, ein Band für gebundene Druckerzeugnisse, also Bücher zum Beispiel. Klassifikatoren sind aber nicht notwendigerweise fix mit einem Nomen verbunden. Sie sehen das hier mit diesen Beispielen aus dem Burmesischen. Wir haben hier die Konstruktion River One Classifier, das heißt, die Reihenfolge ist hier anders als im Chinesischen. Das Nomen kommt zuerst, dann kommt das Zahlwort und dann der Klassifikator. Nur der
verändert sich in diesen Beispielen, also für das Beispiel für Fluss. Wir können hier unterschiedliche Klassifikatoren verwenden, je nachdem, wie der Fluss gesehen wird, wie wir ihn ansehen. Also Fluss als Ort, etwa für ein Picknick mit dem Klassifikator ja. Fluss als Abschnitt, zum Beispiel wenn man fischen will, als Mum. Fluss als Bogen, also als Weg zum Meer etwa mit Sin. Fluss als Verbindung etwa zwischen zwei Städten, wiederum ein anderer Klassifikator. Fluss als Heiligtum in Mythologien und Fluss als Konzept, wenn man über Flüsse diskutiert. Das sind alles verschiedene Klassifikatoren, die hier verwendet werden. Wir haben jetzt zwei Arten der Einteilung des Nominalwortschatzes kennengelernt, nämlich durch Genera, durch grammatisches Geschlecht und durch Klassifikatoren. Die Frage ist jetzt, wie hängen diese beiden Klassifikationsmethoden gewissermaßen zusammen? Der Ursprung von Genus ist noch nicht so ganz aufgeklärt. Es gibt sicher verschiedene Wege zum Genus, aber es scheint so zu sein, dass Klassifikatoren, wie in Klassifikatorsprachen, eine mögliche Quelle sind dafür, wie Genera entstehen können. Das ist zum Beispiel von Alexandra Eichenwald vorgeschlagen worden. Genus drückt sich aber zusätzlich noch durch Kongruenz aus. Das ist das Wesentliche von Genus und das finden wir bei Klassifikatorsprachen nicht oder nur vielleicht in Ansätzen. Ja? Wie man sich jetzt aber vorstellen kann, dass aus Klassifikatoren kongruierendes Genus wird, das hat Taimi Gewon gezeigt. Als hypothetisches Beispiel nehmen wir mal an, wir haben eine Sprache ohne Kongruenz und haben einen Satz wie Maria ging. Nun kommt es sehr oft vor, dass das Nomina im Satz aufgegriffen werden. Wenn man zum Beispiel jetzt über Maria sprechen will, kann man durchaus sagen, Maria, sie ging oder Maria, sie ist gegangen. Und dieses Pronomen sie kann nun Teil des Verbs werden, kann als Teil des Verbs aufgefasst werden. Dieser Prozess kann vielfach beobachtet werden und kann auch rekonstruiert werden. Zum Beispiel im Französischen kommt dieses Aufgreifen durch das Pronomen sehr viel häufiger vor. Man hat Sätze wie Mon père, il a une voiture, mein Vater, er hat ein Auto. Also Sie sehen hier das Pronomen il, das hier aufgreift. Und man kann sich vorstellen, dass das dann mit dem Auxiliar in dem Fall verschmilzt und Teil der Kongruenz wird. Genauso etwas ist in Bantusprachen passiert. Wenn wir zum Beispiel diesen Satz des Swahili haben, Kikombe kimevunjika, die Tasse ist zerbrochen, dann sehen Sie, dass hier das Ki, also die Subjektanzeige, offensichtlich die Klasse des Subjekts aufgreift. Und man kann sich gut vorstellen, dass das entstanden ist aus der Konstruktion, die Tasse, sie ist zerbrochen und das wurde dann zu, die Tasse ist zerbrochen, wo das Ki hier nicht mehr als Pronomen angesehen wird, sondern lediglich als Kongruenzanzeiger. Deswegen ist das Swahili auch keine Klassifikatorsprache, sondern eine Nominalklassensprache oder Genusklasse oder Genusklassensprache. Sehen wir uns diese Idee der Entstehung von Genus etwas näher an. Wir haben also die Vorstellung, dass Pronomina, die sich auf das beziehen, worüber man spricht, sogenannte topikale Pronomina, die Quelle der Entstehung von Kongruenz sind. Also etwa für, was meine Mutter betrifft, sie hat nichts dagegen, dass sie bezieht sich hier auf die Mutter und das ist hier eine Topikkonstruktion. Darüber werden wir später noch mehr sprechen. Im Swahili ist es nun so, dass nicht animate Objekte nur dann kongruieren, wenn sie definiert sind.
Und topikale Objekte sind nun eben definiert. Und da sieht man schon diese Verbindung mit der Topikalität. Also ein Beispiel hier, Mdodo Ali Wunja Kikombe, das Kind zerbrach eine Tasse. Wir sehen ja keine Kongruenz, weil das Objekt eine Tasse indefinit ist. In Mdodo Ali Kiwunja Kikombe sehen wir eine Kongruenz mit Ki hier und die Tasse hier ist definit. Und das kann man zurückführen auf eine Situation, in der eben nur definite Ausdrücke Kongruenz ausgelöst haben, weil topikale Ausdrücke eben definiert sind. Im Arabischen haben wir etwas Ähnliches. Da ist es so, dass indefinite Subjekte, die dem Verb folgen, nicht kongruieren müssen. Hier haben wir einen Satz, vorwärts treten, der Richter, die Frau, mit der Bedeutung, eine Frau trat vor den Richter. Sie sehen hier, das Verb kongruiert hier nicht mit dem Subjekt, sondern mit dem Richter hier. Ja. Die Frau hier ist aber auch indefinit, also keine Kongruenz mit dem indefiniten Subjekt, das nachsteht hier. Für den Satz vor den Richter trat Hind, und Hind ist eine bestimmte Person, eine weibliche Person, finden wir, dass das Verb hier mit dem Subjekt im Feminin kongruiert, ja, weil eben das Subjekt hier definit ist. Auch das lässt sich erklären, wenn wir annehmen, dass die Verbkongruenz über die Topikalität entstanden ist und dass das Arabische hier eigentlich dann keine Subjektskongruenz vorweist, sondern Topic-Kongruenz. Im ersten Fall hier ist der Richter Topic, im zweiten Fall die Frau Hind. Für das Indogermanische ist die Situation etwas verworrener, unklarer. Da kann man schwer annehmen, dass eine Klassifikatorsprache direkt zu dem Genussystem geführt hat. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, habe ich hier eine Referenz angegeben. Was wir wissen, ist, dass die Protosprache nur zwei Genera hatte, und zwar ein animates und ein inanimates, also eins für belebte Männer und Frauen und eins für unbelebte. Diese Situation haben wir etwa im Hethitischen, einer der vielleicht ja die ältest belegte indogermanische Sprache. Es gab zwei Demonstrative, so und to, für belebtes und für unbelebtes. Das ist so eine Art von Unterscheidung wie bei Interrogativen, wie also wer und was. Ja. Und es gab auch bei den Unbelebten einen Synkretismus, einen Zusammenfall von Nominativ und Akkusativ. Ja. Da werden wir später nochmal drüber sprechen. Also es gab diese zwei Genera, belebt und unbelebt. Und dann ist ein Femininum später entstanden, und zwar über ein Ableitungssuffix für deverbale abstrakte Nomina. Das ist dann auch verwendet worden für inanimate Plurale. Hatte also anfangs mit Femininum in dem Sinn gar nichts zu tun und ist dann kooptiert worden, sodass es eben auch für die Bezeichnung von weiblichen Lebewesen und Menschen verwendet worden ist. Ja, so viel zum Thema Genus und Klassifikatorsprachen und Numerus. Wir wenden uns jetzt der Kategorie der Personen zu. Und so kommen wir jetzt zu der nächsten Kategorie Person. Das ist die Kategorie, die sich auf die Mitspieler, die Partizipanten des kommunikativen Akts beziehen. Und wir unterscheiden da mit dem griechischen Grammatiker Dionysius Thrax, das ist also eine sehr alte Unterscheidung, zwischen drei Personen. Die erste ist der Ursprung der Äußerung, also Sprecher oder Gebärder oder Schreiber. Die zweite die Person, an die sie adressiert ist. Und die dritte der Gegenstand der Äußerung.
Es gibt in einem kommunikativen Akt manchmal auch noch den sogenannten Bystander, den Zuhörer, der empfunden wird, der also gekannt wird von Sprecher und Adressat, der ja auch oft mit dazugehört, aber dafür haben Sprachen keine eigenen Formen entwickelt. Die spielen also bei Personendistinktionen keine Rolle. Es gibt eine ganze Reihe von typologischen Untersuchungen der Kategorie Person, zum Teil schon in die 50er Jahre zurückreichend. Ich habe hier mal einige wichtige angeführt. Und es gibt natürlich auch kleinere Artikel, auf die werde ich dann später noch verweisen. Wie drückt sich Person nun im Deutschen aus? Wir haben Person als Kategorie im Pronominalsystem auf der einen Seite und auf der anderen Seite in der Subjekt-Verb-Kongruenz. Und sie interagiert in der dritten Person mit dem Genus. Also wir haben etwa ich gehe, erste Person, du gehst, zweite Person und er, sie oder es geht, die dritte Person. Sie sehen hier also unterschiedliche Pronomina und unterschiedliche Kongruenz des Verbs. Und wir haben Pluralformen für Personen, wobei, wie wir schon gesehen haben, ein Synkretismus vorliegt in der dritten Person. Also wir haben hier wir gehen, ihr geht und sie gehen. Wir haben auch eine indefinite Person, das Man, wie etwa in man geht hier gern spazieren, eine allgemeine Regel, oder man hat mich gesehen, irgendjemand hat mich gesehen. Eine wichtige Kategorie im Pronomensystem des Deutschen, die wir auch schon mal angesprochen haben, sind die sogenannten honorifizierenden Formen für die zweite Person oder Honorifics auf Englisch. Traditionell ist das die Unterscheidung zwischen einem engen und einem distanzierteren Verhältnis, oft verbunden mit einer sozialen Stellung, also ist der Adressat höher oder tiefer. Das ist das Duzen und das Siezen, das hier beschrieben wird. Und ich gehe hier nicht auf die Normen selbst ein, sondern nur auf die Formen. Formal identisch ist das im Deutschen mit der dritten Person Plural, also du gehst und sie gehen, als die nicht distanzierte und die distanzierte Form. Ältere Systeme des Deutschen hatten mehr Distinktionen, also wir hatten die nicht distanzierte Form, wie auch heute noch, du sollst herkommen. Dann eine distanzierte Form, die mit der zweiten Person Plural operierte, ihr sollt herkommen, wie das Französische heute. Dann eine distanzierte Form mit der ersten Person, mit der dritten Person Singular, also er soll herkommen. Das war oft ein Ausdruck der Distanz, wobei der Adressat tiefer gestellt war. Und dann gab es noch verschiedene Möglichkeiten mit Nomina, wie etwa durchlaucht sollen herkommen, also die Verwendung von bestimmten Nomina, wie etwa durchlaucht hier, also eine Titelbezeichnung und einer dritten Person für eine distanzierte Ausdrucksweise, in der ihr Adressat höher gestellt war. In der ersten Person gibt es so etwas Ähnliches, der sogenannte Pluralis Majestatis, also als König könnte ich sagen, wir haben heute gut geruht. So etwas gibt es aber auch in anderen Umgangsformen, also gerade in der akademischen Welt mit dem Pluralis Auctoris. Wir können durchaus Sätze lesen, wie wir in Kapitel 7 gezeigt haben, ist das so und so. Und wenn wir nachschlagen, ist das nicht eine Autorenschaft, sondern ein Autor oder eine Autorin, die hier schreibt. Ich habe hier weitere Literatur, vor allem diesen Artikel von Johannes Helmbrecht zu der Art und Weise, wie sich dieses System in europäischen Sprachen entwickelt hat. Das System des Deutschen ist dabei nicht besonders komplex, auch nicht das des 17. und 18. Jahrhunderts.
wenn man sich andere Formen ansieht, vor allem im indischen und im indonesischen Bereich. Hier ist ein Beispiel aus dem komplexen System des Nepali beschrieben. Das sind hier Beispiele für Anredeformen. Ich will hier gar nicht im Detail darauf eingehen. Sie sehen hier insgesamt sechs unterschiedliche Anredeformen, die jeweils genau sozial bestimmt sind, wann man sie jeweils verwenden kann. Wenn man sich solche Formen ansieht in den Sprachen der Welt, findet man, dass viele Sprachen, das sind hier die grau markierten, keine solchen Höflichkeitsdistinktionen besitzen, andere aber doch aus. Es gibt hier Binary Systems, die also zwei Formen besitzen, das ist das Deutsche unter anderem und viele kontinentaleuropäische Sprachen. Und es gibt durchaus Systeme, wie etwa in Indien, hatten wir eben gesehen, die mehr Unterscheidungen besitzen. Eine weitere Kategorie, hier blau markiert, also die Sprachen kommen vor allem in Ostasien und Südostasien vor, sind Sprachen, die bei Höflichkeitsbeziehungen das Pronomen überhaupt vermeiden und möglichst wenig direkte Ansprache zulassen. Zum Beispiel ist das der Fall im Vietnamesischen. Wenn immer eine Sprache Kategorien entwickelt, gibt es Fälle, in denen es unklar ist, wie diese Kategorien anzuwenden sind. Das haben wir beim Genussystem gesehen. Das gibt es auch bei der Personalkongruenz. Also wenn wir uns zum Beispiel Fälle von Koordinationen anschauen, etwa bei ich und du, stellt sich die Frage, wie kongruiert das Verb hier? Ich und du gehe zum Schwimmen ist sicher nicht gut. Ich und du gehst zum Schwimmen ebenfalls nicht. Ich und du gehen zum Schwimmen ist sicher viel besser. Es drückt ja den Plural aus, aber es drückt eben den Plural aus der ersten Person. Also wir gehen zum Schwimmen, nicht der zweiten Person. Also ihr geht zum Schwimmen. Deswegen bleibt da ein bisschen Unbehagen bei dieser Form. Ähnlich bei du und er ist zum Schwimmen gegangen. Sicher nicht gut. Ebenfalls nicht mit bist. Du und er sind zum Schwimmen gegangen. Ist auch nicht so besonders gut. Du und er seid zum Schwimmen gegangen. Ist vielleicht etwas besser, das ist die Form der zweiten Person Plural, die sich da durchsetzt. Ja. Die Duden-Grammatik nimmt auch eine Hierarchie an, nach der die erste Person vor der zweiten Person steht und die vor der dritten Person. Das dann also ja, ein Fall wie erstes Singular plus zweite oder drittes Singular aufgelöst wird zur ersten Person Plural und dass diese Form die beste ist. Man kann solche Konflikte vermeiden durch sogenannte resumptive Pronomina, also aufnehmende Pronomina. Und wir können sagen, ich und du, wir gehen zum Schwimmen, das ist dann perfekt. Oder du und er, ihr geht zum Schwimmen, ebenfalls perfekt. Es gibt vielleicht auch einen Höflichkeitskonflikt. Nehmen wir an, dass A den B duzt und den C siezt und will jetzt beide und A will jetzt beide B und C ansprechen. Wie macht man das? Schauen Sie mal oder schaut mal. Ich weiß nicht, wie Sie sich da verhalten würden. Jetzt sehen wir uns etwas näher an, wie die Personensysteme in Sprachen vom Deutschen abweichen können. Und da gibt es eine ganz wichtige und häufige Abweichung, nämlich die Unterscheidung zwischen inklusiver und exklusiver erster Person Plural oder auch andere Numerusformen. Man nennt das auch Klusivität. Die Unterscheidung ist bei der ersten Person nicht singular, ob der Angesprochene, also der Adressat, mit einbezogen werden soll oder nicht. Also wir kann sowas heißen wie ich und du,
aber auch ich und der oder die andere. Im Chinesischen macht man da einen Unterschied. Also es gibt in der ersten Person Singular die Form Wo für die erste Singular und dazu eine Pluralform, das hatten wir schon gesehen, Wo Men für Plural, für wir also. Das ist aber ein Wir, das mich und andere Personen mit einbezieht, nicht den Adressaten. Um den Adressaten mit einzubeziehen, müsste ich Sanmen verwenden. Ja? Also nicht die erste Person Singular pluralisieren, sondern einen anderen Stamm verwenden. Ja? Das ist hier besonders. Diesen Unterschied kann man im Deutschen nicht machen. Die erste Person Plural inklusive könnte man auch als zweite Person bezeichnen, weil ja da der Adressat mitgemeint ist. Und wenn man sich die morphologischen Formen anschaut, ist das tatsächlich oft auch eher so zu verstehen. Zum Beispiel im Fula, einer Niger-Kongo-Sprache in Westafrika, haben wir dieses Muster, das habe ich gleich so angeordnet, dass man die Formen deutlicher sieht. Wir haben hier Mi für erste Person Singular und Min für erste Person Plural exklusive, also ähnliche Formen hier. Für die zweite Person Singular haben wir A, für die zweite Person Plural haben wir On und für die erste Person Plural inklusive haben wir N. Und es scheint hier klar zu sein, dass diese Form eher zu der Form der zweiten Personen passt, dass man also die erste Person inklusive genauso gut zweite Person inklusive nennen könnte. Es gibt bei dieser Clusivity-Markierung Interaktion mit Numerus, also in Sprachen mit mehr Numeri, sehen wir durchaus Inklusivität und Exklusivität auch mit anderen Numeri als mit dem Plural. Im Dakie zum Beispiel finden wir dieses komplexe System. Wir haben hier eine erste Person, eine erste plus zweite Person, das ist hier die Bezeichnung für die inklusive Person, eine zweite oder eine dritte. Und wir haben hier Pluralformen, Dualformen und Paukalformen, die jeweils in der ersten Person zwischen der exklusiven Form und der inklusiven Form unterscheiden. Und Sie sehen durchaus hier morphologische Ähnlichkeiten in der exklusiven Form. Die beginnen also alle mit K hier, Kemem, Komo, Kemem, J. Und der inklusiven Form, also et, ando, anje. Sehen wir mal, wie verbreitet die inklusiv-exklusiv-Distinktion ist. In dieser Karte hier vom World Atlas of Linguistic Structure finden wir blau markiert die Sprachen, die diesen Unterschied nicht haben. Das sind alle Sprachen Europas, wie man hier sieht. Aber sie kommen auch in vielen anderen Gegenden vor. Die rot markierten Sprachen haben diesen Unterschied. Auch diese Sprachen sind durchaus sehr häufig natürlich. Orange markiert sind Sprachen, die nur eine Inklusivform haben. Und die grau markierten sind solche, die keinen Unterschied zwischen der ersten Person Singular und der ersten Person Plural zeigen. Und das ist hier die Karte, die die Situation bei den Pronomina erfasst. Wenn wir zu der Verbflexion gehen, dann bietet sich ein ähnliches Bild. Auch hier gilt, dass in den Sprachen Europas dieser Unterschied nicht gemacht wird. Aber wir finden durchaus bei der Verbflexion häufig, dass der inklusiv-exklusiv Unterschied markiert wird. Wir kommen nun zu einer Distinktion in Personensystemen, von denen Sie vielleicht noch nichts gehört haben. Das sind
zwei unterschiedliche Arten, wie Personen organisiert werden können, nämlich den sogenannten Augmented versus Restricted Systemen. Am besten kann man das an der Sprache illustrieren, an der das zum ersten Mal entdeckt worden ist, die Sprache Ilocano, einer Philippinensprache, die der austronesischen Sprachfamilie angehört. Die klassische Analyse des Personensystems dieser Sprache sieht so aus: Wir haben drei Personen, erste, zweite, dritte, und drei Numeri, Singular, Dual und Plural. Wobei es hier auffällt, dass der Dual nur bei der ersten Person vertreten ist und da in der Inklusiv-Exklusiv-Distinktion. Ja, so das ist das System, das wir hier vorfinden. Etwas merkwürdig, dass also Dual nicht durchgängig markiert wird, auch sonst bei den Nomina tritt Dual nicht auf. Ja. Es gibt dann eine Reanalyse durch David Thomas in den 50er Jahren, der vorgeschlagen hat, das System so zu strukturieren, und es sieht plötzlich sehr viel logischer aus. Ja. Er hat folgende Merkmale angenommen. Also einmal eine Kombination von Sprecher und Adressat. Plus Sprecher heißt, der Sprecher ist dabei. Minus Adressat heißt, der Adressat ist nicht dabei. Ja. Und dann gibt es hier zwei Systeme. Eins ist eben restricted und eins ist not restricted. Und die Pronomina des Restricted-Systems sehen nun so aus. Wir haben hier ko, das ist das hier, also erste Person Singular. Mo, das ist die zweite Person Singular. Das steht hier für Minussprecher und Plusadressat, also der Adressat, der einzelne Adressat, der kleinste Adressat, eine einzige Person. Dann haben wir dieses neue Merkmal Plussprecher und Plusadressat. Das heißt, hier sind Sprecher und Adressat kombiniert. Und hier haben wir diese Markierung mit Ta. Das ist die Inklusivform hier. Es ist ein Dual, weil es die kleinste mögliche Einheit ist für Sprecher und Adressat. Das sind also zwei Personen. Ja. Es ist nicht wirklich ein Dual, sondern es ist die kleinste Einheit von Sprecher und Adressat. Das sind eben dann zwei Personen. Und dann haben wir die Form Na für weder Sprecher noch Adressat. Das ist dann die dritte Person. So, dann haben wir eine zweite Liste von Möglichkeiten, die nicht restricted Formen. Dazu gehört Mi, das ist jetzt die erste Person exklusive, das ist der Sprecher, aber nicht der Sprecher allein, sondern noch mindestens eine andere Person. Ja. Dann haben wir die Form Jo, also das ist nicht Sprecher plus Adressat, das sind dann also mindestens zwei Adressaten, also die zweite Person Plural. Dann haben wir die Form Dayo. Das ist nun die Form, die den Sprecher und den Adressaten einbezieht, aber auch noch weitere. Das ist hier die Pluralform für die erste Person, ja, die aber hier auch den Adressaten mit einbezieht. Und dann haben wir die nicht restricted Form für weder Sprecher noch Adressat. Sie sehen, dass das dann die dritte Person Plural ist. Sie sehen also, durch diese Aufspaltung der Formen in Plus- oder Minussprecher und Adressat bekommen wir ja eine sehr kompakte und sehr überzeugende Beschreibung dieses Systems. Und solche Systeme heißen eben Augmented und Restricted Systeme. Restricted für diese Formen hier und augmented für diese Formen. So werden eben diese Systeme genannt. Sie kommen vor allem in austronesischen Sprachen vor. Wir kommen jetzt zu einem weiteren interessanten Phänomen, das mit der Personenmarkierung zu tun hat, sogenannten Conjunct-Disjunct-Agreement-Systemen. Es handelt sich um das Folgende.
Die Personmarkierung kann vom Sprechakt abhängen, ob es sich um eine Frage oder eine Assertion, eine Aussage handelt. Dieses Phänomen kommt in nicht allzu vielen Sprachen vor, aber diese Sprachen sind in unterschiedlichen Sprachfamilien zu Hause und das deutet darauf hin, dass man da nicht nur eine lokale Marotte irgendeiner Sprache erfasst hat oder einer Sprachfamilie, sondern dass es auf etwas Grundlegenderes in der menschlichen Kommunikation hindeutet. Es handelt sich um das Folgende also. Es gibt eine Markierung, die sich sowohl auf die erste Person in Assertiven, also in Aussagen bezieht, als auch auf die zweite Person in Fragen. Die werden also gleich kodiert. Das ist meist beschränkt auf das Präteritum oder den Perfekt. Da kann man sich fragen, ja, wie kommt das? Das sind ja verschiedene Personen. Das ist ich und du sind ja verschieden. Aber das Ich hat in Aussagen eine besondere Rolle. Wenn ich sowas sage wie ich fühle mich nicht gut, dann habe ich direkt Evidenz für mich selbst. Also ich habe hier, was man Assertors Involvement nennt. Ich sage etwas über mich aus. Wenn ich frage, fühlst du dich nicht gut, dann ist es der Adressat, der direkte Evidenz hat, der also da bei der Frage Assertors Involvement hat. Und genau dieses Assertors Involvement wird in diesen Sprachen markiert. Schauen wir uns mal die Sprache Northern Akwak an, einer nordkaukasischen Sprache, nordostkaukasischen Sprache. Da gibt es ein Suffix ada und das markiert eben dieses Assertors Involvement. Es markiert auch Perfekt, also eine Tempusform. So, das ist hier ein Beispiel. Das ist eine komplexe Sprache, vor allem in der Phonologie auch. Und wir sollten uns da jetzt nicht irritieren lassen. Wir haben hier den Satz: I said I don't agree and you said neither do I. Ja? Was sehr wichtig ist, ist, dass der erste Satz, sagen, dass der erste Satz diese Markierung ada hat für eine Perfektivmarkierung mit Agent Involvement, ja, und das ist dieses I said, das ist eine Aussage, und dann in You said, das ist ebenfalls eine Aussage, hat das Verb sagen die Markierung ari für Perfektiv, ja, also hier ist das ist die zweite Person Subjekt und die wird hier anders kodiert. Ja. Jetzt kann ich fragen, when did I say that? Also der andere kann fragen, when did I say that? Und hier sehen wir, dass das Sagen mit dem Ari markiert wird, also mit diesem Suffix. Obwohl es sich auf die erste Person bezieht. Warum? Naja, es handelt sich um eine Frage. Schauen wir uns jetzt das dritte Beispiel an. Why did you say that? Ja, das ist jetzt eine Frage wiederum, aber jetzt mit dem Subjekt der zweiten Person. Und wir sehen hier, dass als Subjekt der zweiten Person das ada verwendet wird, das wir von hier bereits kennen. Da war es Bezug auf erste Person in der Assertion. Hier ist es Bezug auf die zweite Person in der Frage. Sie sehen also, dass es hier eine Form gibt, die die erste Person in Assertionen und die zweite Person in Fragen gleich behandelt. So, und jetzt wollte ich auch noch eine Art von Personenbezug besprechen, die nicht direkt referenziell ist. Also wo die Markierung des Adressaten oder des Sprecher-Adressaten-Verhältnisses ohne direkte Referenz auf den Adressaten auskommt, also nicht wie bei Pronomina, zum Beispiel, dass man sich auf den Adressaten direkt bezieht. Zum einen gibt es da die sogenannte Allokativkodierung.
Kongruenz, Allocative Agreement. Das ist eine morphologische Markierung am Verb, die sich auf den Adressaten bezieht. Aber der Adressat selbst spielt im Satz unter den Dingen, die berichtet werden, nicht notwendig eine Rolle. Ein Beispiel ist im Baskischen zu sehen hier, in einigen Dialekten des Baskischen jedenfalls. Im Baskischen gibt es ja keine maskulin-feminin-Unterscheidung in der Art und Weise, wie wir uns auf die Dinge beziehen. Aber hier bei der Allokativkongruenz spielt maskulin-feminin merkwürdigerweise eine Rolle. Schauen wir uns das Beispiel an hier. Also wir haben hier den Satz, tomorrow I will do it. Ja? Be bar, tomorrow, egin, das ist ein Verbstamm tun, irrealis, also ich werde es tun, es ist noch nicht getan. Und dann kommt hier ein Auxiliar, du, mit dem Suffix te, das ein Subjekt der ersten Person Singular ausdrückt. Ja, also morgen werde ich es tun. Man kann aber auch sagen, bi bar egin go diat. Also mit dem Auxiliar di, das ist jetzt nur eine andere phonologische Form. Dann kommt hier ein Suffix a und dann das t, das wiederum die Subjektskongruenz mit der ersten Person Singular hier ausdrückt. Dieses a drückt hier aus, dass der Adressat, dass der Zuhörer eine männliche Person ist, zu der ein familiäres Verhältnis besteht. Also ein einzelner Zuhörer, männlich, zu dem ein familiäres Verhältnis besteht. Wenn mir eine Frau zuhört, müsste ich sagen, biba egingo dinat. Das heißt, wir haben hier das Suffix na. Ja? Also hier haben wir eine neutrale Form, hier ein männlicher Zuhörer, hier eine weibliche Zuhörerin. Ja? Wenn ich jetzt sage, you will do it, ja? Also der Adressat spielt auch im Satz selbst eine Rolle, ja? Kann ich das so ausdrücken, also hic, you, das Ergativ hier, das ist die Subjektmarkierung, später werden wir noch mehr dazu hören, egin, du, go, also wie zuvor, tun, werden, und hier das Auxiliar, du, haben wir mit su hier, das ist hier die zweite Person Singular für dieses Subjekt, die zweite Person Singular, su, ja. Wenn wir jetzt aber zu einer Person sprechen, zu einer männlichen Person, die uns auch nahe steht, also die wir duzen würden im Deutschen, hätten wir die Form des Auxiliars stuck. Ja, das K drückt hier aus, dass der Zuhörer, der jetzt hier auch zugleich der Täter ist hier, männlich ist, maskulin, und wir stehen mit dem in engerer Beziehung. Wenn wir dasselbe zu einer Frau sagen würden, müssten wir ein N hier verwenden, ja? Weil eine Frau zuhört. Das ist also keine Kongruenz mit dem Pronomen, das unterscheidet hier nicht zwischen maskulin und feminin, sondern nur danach, wer gerade zuhört. Also wir haben hier Allocative Agreement. Dieses Phänomen findet man in relativ vielen Sprachen. Es sind ja eine ganze Reihe entdeckt worden. Tamil, eine dravidische Sprache, gehört dazu. Beja, eine kuschitische Sprache, also in Ostafrika. Aber auch Japanisch und Koreanisch haben Höflichkeitsdistinktionen, die man so als Allocutive Agreement verstehen kann. Wo man also am Verb ausdrückt, ob die Person, zu der man spricht, gesiezt werden soll oder ob ein familiäres Verhältnis zu ihr besteht.
Ein weiteres Phänomen, das nicht mit Referenz zu tun hat, ist die Wahl von lexikalischen Ausdrücken, also Registerunterschieden, die wir im Deutschen natürlich auch kennen. Man spricht zu einem Polizeibeamten anders als zu seinem Freund, wenn man einen Unfall schildert. Es gibt aber Sprachen, in denen diese Registerunterschiede sehr viel strikter sind und wo man gewissermaßen ablesen kann an der Wahl der Wörter, zu wem man jeweils spricht. Eine bekannte Sprache dafür ist das Balinesische, also Austronesisch, auf der Insel Bali natürlich gesprochen. Wir haben hier zumindest zwei Register, ein tiefes Register und ein hohes Register. Das tiefe Register verwendet man mit Freunden. Und wir finden hier, dass viele Wörter eben in zwei Formen auftreten, je nachdem, in welchem Register sie stehen. Also für Haar haben wir etwa Bock oder Rambut im tiefen versus hohen Register. Und ähnlich auch für Adjektive wie krank sein, Verben wie sterben, Adverbien wie now und so weiter. Ja, es gibt hier viele Doppelungen, die dem Register entsprechen und die dann jeweils anzeigen, zu wem man spricht. Und etwas weiter noch kann man da auch die Tabusprachen sehen, die es in vielen Sprachgemeinschaften gibt. Also an bestimmte Adressaten muss man sich mit bestimmten Wortformen richten. Es gibt also Sprachen, die für Schwiegereltern geeignet sind, die man nicht mit der normalen Sprache ansprechen soll. Auch da wird in der Wahl der Worte gewissermaßen ausgedrückt, zu wem man spricht. Und das ist dann eben auch eine Art von nicht referenzieller Personenmarkierung der zweiten Person oder des Verhältnisses von erster und zweiter Person. Nachdem wir uns einige exotische Phänomene angeschaut haben, kommen wir jetzt zurück zu der Interaktion von Personenmarkierung und Numerusmarkierung. Und ich werde hier einige Überlegungen von Michel Züsow vorstellen, welche Beziehungen hier möglich sind und welche man tatsächlich findet. Um zu sehen, welche Beziehungen möglich sind, sehen wir uns die Personenformen bei zwei Numeri an, ohne Genusdifferenzierung. Wir haben da dieses Grid, das man hier sieht, also Singular- und Nicht-Singular-Formen, Sprecher, Adressat oder anderer, das wäre dann die dritte Person. Und wir haben minimal-inklusiv, augmented-inklusiv, also minimal wäre Sprecher und Adressat, zwei Personen, augmented inklusiv wäre mindestens noch eine weitere Person, also eine dritte Person dazu, dann exklusiv zweite Person und dritte Person. Ja. Sie sehen hier die Kodierung mit 1, 2 und 1 plus 2, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, das ist also dann selbsterklärend. Im Deutschen hätten wir dann dieses System. Wir haben hier einen Zusammenfall von verschiedenen möglichen Wir-Formen. Das haben wir ja schon besprochen, dass das Deutsche zwischen inklusiv und exklusiv keine Unterscheidung trifft. Jetzt schauen wir uns die Systeme an, die vorkommen oder vorkommen können. Wir finden dieses System, das zwischen der ersten, zweiten und dritten unterscheidet, aber keine Singular-Plural Unterscheidung macht. Das heißt also, das drückt hier aus, dass zwischen der zweiten Person Singular und der zweiten Person Nicht-Singular kein Unterschied gemacht wird. Dann haben wir dieses System, wobei der ersten Person hier zwischen Singular und Plural unterschieden wird. Das hier macht dann noch eine weitere Unterscheidung bei der zweiten Person. Das wäre das System des Deutschen. Ja. Das sind hier nun Systeme, die inklusiv und exklusiv unterscheiden. Ja, also hier wird unterschieden in dieser Kategorie. Hier wird ein Singular-Plural-Unterschied eingefügt in der ersten Person.
exklusive, hier in der zweiten Person und hier in der dritten Person, und hier wird dann die volle Ausbuchstabierung von allen Möglichkeiten. Ja. Sehen wir jetzt an, welche Zusammenfälle oder Homophonien, wie das Zysonent es gibt. Zum einen haben wir hier die Möglichkeit einer vertikalen Homophonie, das heißt Zusammenfall in der Vertikalen. Das heißt, dass eine Kategorie der zweiten oder der dritten Person mit einer Kategorie der ersten Person identisch wird. Ein Beispiel ist hier der Zusammenfall zwischen der ersten Person und der dritten Person im Konjugationssystem des Deutschen. Wir laufen und sie laufen. Das wäre also ein Zusammenfall hier zwischen einer ersten Person und einer dritten Person hier. Die zweite Zusammenfallmöglichkeit, die Züso beobachtet, sind im Singular, dass es im Singular nur zwei Distinktionen gibt. Auch das kann man im Deutschen sehen mit dem Zusammenfall in ich lief und er lief im Präteritum, also erste und dritte Person, und einer unterschiedlichen Form in der zweiten, du liefst. Und es gibt auch die Möglichkeit einer horizontalen Homophonie, also eines Zusammenfalls hier. Also keine Singular-Plural-Distinktion in bestimmten Fällen. Das englische you hat zum Beispiel diese Distinktion eingebüßt. Es ist nun so, dass in Inklusiv-Exklusiv-Systemen, die also in der ersten Person Unterscheidungen machen, es insgesamt weniger vertikale Homophonie gibt, also Zusammenfall in der vertikalen Achse, weil ja in der ersten Person bereits viele Unterschiede gemacht werden. Und in Inklusiv-Exklusiv-Systemen gibt es auch keine Singular-Homophonien, also in diesem Bereich. Ja, das sind also empirische Befunde, die Züso anhand von einigen hundert Sprachen zieht. So, wir sehen hier eine Auswertung gewissermaßen der Zahlen von Sprachen. Es sind nicht einige hundert, sind etwa 200, so viel ich sehe jetzt. Wie viele Sprachen da jeweils vorkommen in diesen Kategorien. Und man kann daraus schließen, dass die Vermeidung von Singular-Homophonien am wichtigsten ist. Also im Singular sollte Sprecher, Adressat und dritte Person gut unterschieden sein. Gefolgt wird das von der Vermeidung einer vertikalen Homophonie, gefolgt von der Inklusiv-Exklusiv-Homophonie, und das wird gefolgt von der Unterscheidung Minimal Augmented. Ja, das heißt, Minimal Augmented Systeme werden oft sind die seltensten, ja gewissermaßen. Die auf diese Unterscheidung scheint es am wenigsten anzukommen. Das ist die Unterscheidung zwischen Sprecher und Adressat, nur zwei Personen, und Sprecher und Adressat mehr als zwei Personen. Es gibt Sprachen wie das Ilocano, das wir gesehen haben, die diese Unterscheidung treffen. Das ist insgesamt aber eher selten. Nun auch noch ein paar abschließende Worte zu Person und Genus. Wir haben ja schon dazu gesprochen, als wir über Genus geredet haben. Die Genusunterscheidung bei Personen bezieht sich vorwiegend auf die dritte Person, also im Deutschen etwa er, sie, es, aber nicht bei ich und du. In der ersten und zweiten Person im Deutschen findet man das vielleicht bei Kopularsätzen wie ich bin ein Glücklicher, ich bin eine Glückliche. Im Tschechischen haben wir eine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Genera in den Personen durch die Partizipialkongruenz im Präteritum. Also im Tschechischen etwa für ich habe gegessen, jedl sem, jedl
drückt das Maskulinum aus. Jedla Sem, hier drückt das La das Femininum aus. Ja. Und ebenso in der zweiten Person, Jedel Se, du hast gegessen und mit einem männlichen Adressaten und Jedlas Se für du hast gegessen mit einem weiblichen Adressaten. Zur Genusunterscheidung bei Pronomina, da hatten wir zum Beispiel das Spanische und das Hebräische diskutiert. Das hatten wir in dem Teil zu Genus bereits angesprochen. Die Karte hier aus dem World Atlas of Language Structure zeigt an, wie Genus und Personenmarkierung kombiniert werden. Wir sehen an den hier rot oder pink markierten Sprachen, dass viele Sprachen nur in der dritten Person Genus markieren. Die weiß markierten Sprachen hier haben überhaupt kein Genus. Die blau markierten zeigen zusätzlich auch in der ersten oder in der zweiten Person Genusmarkierung. Wir sehen hier das Spanische zum Beispiel, das in der zweiten Person Plural Genusmarkierung zeigt. Ja. Das kommt durchaus vor, weit verstreut, bisschen lokale Clusterung hier, wie man sieht. Es gibt eine Sprache, die nur in der ersten oder nur ganz wenige Sprachen, die nur in der ersten oder zweiten Person, aber nicht in der dritten, Unterschiede zeigen, also hier und hier. Und es gibt Sprachen, aber auch ganz wenige nur, die in der dritten Person Non-Singular Genusunterschiede zeigen. Das ist auch sehr selten, dass dass die Distinktion von Genus nur in der markierten Kategorie des Nicht-Singulars auftritt. Ja, und damit kommen wir zum Ende der dritten Sitzung hier. Wir haben uns Numerus angeschaut. Wir haben gesehen, dass es Sprachen ohne Numerus-Distinktion gibt. Etwa in den Klassifikatorsprachen ist die Numerus-Distinktion sehr wenig ausgeprägt. Sprachen mit Numerus-Distinktion können über die bekannte Singular-Plural-Distinktion hinausgehen mit Dual, Trial, Paukal. Wir haben auch gesehen, dass die Numerus-Unterscheidung wahrscheinlicher ist bei Referenz auf Menschen und wir haben uns auch Nomina angeschaut, also Maßnouns, die diese Numerus-Unterscheidung eben nicht haben. Und das zweite Thema war Person. Wir haben gesehen, dass neben der bekannten Unterscheidung zwischen erster, zweiter und dritter Person auch die Exklusiv-Inklusiv-Unterscheidung wichtig ist. Wir haben uns Augmented-Restricted-Systeme angeschaut, Conjunct-Disjunct-Systeme, Allokationssysteme. Wir haben uns auch den Zusammenfall von Numerus-Distinktion im Personenmarkierungssystem angeschaut und ebenfalls haben Höflichkeitsdistinktionen eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.